Sollen wir damit direkt anfangen mit dem CR7-Video von Visca Barça? Bin echt gespannt. Digga, es freut mich auch für Barça. Der hat sich letztens bedankt in irgendeiner Story, dass er so reisen kann und so, dass das gerade so gut läuft auf seinem Channel. Ich gönn's ihm vom Herzen, Digga. Die Videos sind aber auch gut. Aeroporto de Madeira, und da ist sein Gesicht, ja? Angekommen auf Ronaldo. So gut von der Lautstärke? Oh mein Gott, so laut. Sonst ist das auch Krampf, weißt du? Wie viele Wohnhäuser hier einfach sind, direkt am Flughafen. Die Insel hat schon... Ja, als ob er nicht Unge angehittet hat. Hä? Digga, der hätte ja sowas noch mal kurz umgeschreiben sollen, ob er Bock hat, sich zu treffen. Ja, wenn er schon mal auf Madeira ist, die kennen sich doch auch. Einmal so kurz sehen, was essen oder so wenigstens. Wisst ihr, wie ich meine? Ganz viele World Travel Awards gewonnen. Der Krisch bewirbt es ja immer, dass man dafür voten soll. Man landet hier übrigens direkt am Meer und schaut mal, was hier einen begrüßt. Die erste Cristiano-Statue. Mittlerweile ist die aber geupdatet. Früher stand diese Statue hier da. Und da haben sich alle drüber lustig gemacht, auch Ronaldo selber. Jetzt sieht sie so aus, aber sie haben einfach eine Maske drauf getan. Wie schön ist bitte hier die Autobahn, ey, die Berge. Hä? Hier geht es dann so hoch und links von uns der Atlantik. Und die Stadt, die ihr da hinten seht, das ist Funchal, wo das Hotel ist. Funchal! Hinter mir ist auch schon das Cristiano. Ist gut von der Lautstärke, Chat? Hotel hier direkt an einem Berg und hier direkt am Hafen, Freunde. Mama hier. Meine Mom hilft mich hier hinter der Kamera. Lol, jetzt mit... Der Gär ist mit seiner Mama gereist, voll süß. Ich habe für sie noch ein zweites Hotel gebucht, da bleiben wir die restlichen Tage. Ich habe dann für heute, für das Video, das CR7-Hotel ausgewählt. Sie freut sich so, dass ich sie mitgenommen habe. Ich hab Bock gehabt, das doppelt zu buchen, weil es zu teuer war. Wir waren das letzte Mal vor 11 Jahren im Urlaub. Hier ist die Tiefgarageneinfahrt, sogar da steht aber das ehrlich CR7. Süß. Richtig cool. Das hier ist die Außenfassade, erinnert mich ein bisschen an seine Finca in Madrid. Hier ist dann der CR7 Corner, das Restaurant und die Bar. Wir gehen jetzt erstmal ins Museum auf Oldschool und jetzt aber ist er wieder bei Manchester United. Dann Real Madrid natürlich, Portugal. Ach, da ist die Statue! Ja, es gibt so ein lustiges Interview von CR7, wo er sich selbst interviewt bei Sky. Und das ist, glaube ich, vor dem Finale gegen Barca. Und da meinte der so, ja, wir werden das Spiel safe gewinnen. Und die sollen ihn lassen mit so, beziehungsweise... dass ihn die Real Madrid-Fragen nerven und dass er nicht zu Real geht. Und die haben das Spiel verloren und er ist danach zu Real gegangen. Hier ist der Main Entrance und da ist eine Statue. Oh, Digga, es ist so schön hier. Hier legt wahrscheinlich Cristiano seine Yacht dann immer ab und da hinten ist auch ein Piratenschiff am Stüssel, Digga. Hier laufen so viele Menschen die ganze vorbei und machen Fotos. Dass ich das mache, okay? Hey, das will ich auch mal machen. Ey, kurz eins in den Chat, wenn ich auch einmal dahin soll. Und einfach bei jeder Statue kurz einmal Sü schreien. Und das ist das Video. Ich mache keinen Vlog oder so. Ich bin da und bei jeder Statue einmal Sü davor. Einfach nur das. Und dann auch ohne Outro oder so. Einfach nur so. Das geht dann 3 Minuten, das Video. Sein bestes Stück hier ist Gold. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum. Und zwar, sehr viele Touristen fassen dahin und dann blättert er in Schweiß und wegen der Sonne ist es abgefärbt. LOL. Ja. Man wie muss respektlos. Sein, jetzt nicht. Ja, vor allem das Bild, das er einfach eingeblendet hat. Ist es abgefärbt. Digga, wie respektlos. Ja. Man muss ehrlich sagen, das Gesicht ist denen jetzt nicht extrem gut gelungen, aber ja, trotzdem cool. Best player in the world. Egal. Ihr wisst meine Meinung, ne? Jetzt geh mal rein. Die Tickets für das Museum habe ich schon. Normalerweise kosten sie 5 Euro pro Stück, aber wenn du eine Nacht im Hotel hast, dann sind sie gratis dabei. Ja. Hä, voll billig, voll günstig. Ja, aber das ist im Hotel Nacht dabei. Oh, da haben wir den ganz jungen. Aber wahrscheinlich auch, damit die Einheimischen dort auch zu, also ins Museum gehen können. Weil ich glaube, die sind ja auch nicht so wohlhabend, ne? Oh, da wo er auf Madeira gespielt hat. Überall Fotos hier direkt von Cristiano und hier ist Merchandise ohne Ende. Ich kaufe auf jeden Fall auch was für euch, damit ich das dann verlose. Boah, Digga, ey, ich werde hier echt zum Cristiano-Fan, ne? Schau mal, so ein goldener Schuh auch. Boah, das ist ein geiles Verlosung. So ein kleiner Ballon d'Oro. Der Europokal, den er 2016 gewonnen hat. Und hier noch Champions League-Anhänger. Hier kann man sich noch eine Münze von ihm snacken, Digga. Es gibt Wein, Cappies, Tassen. Sogar hier so eine Puppe von ihm. Was haben wir noch? Kann man direkt eine Unterschrift kaufen. Krass. Ein Puzzle sogar. Und es gibt auch. Hätte Preis zeigen sollen. Die mit seinem Gesicht bedruckt sind. Limited Edition. Hat der Preis gezeigt? Nein, ne? Juventus 100 Goals Shirt. Und diese Pieces kann man auch nur im Museum kaufen. Die kann man nicht online bestellen. 100%, die sind nicht gedruckt. Man sieht das hier. Ja. Die kann man einfach kaufen, Leute, für 10 Euro. Das ist echt Ehre, ne? Für einen Zehner einfach. Man kann auch hier seine Trikots abgeben und Ronaldo wird die dann halt, wenn er auf Madeira ist, dann einfach unterschreiben. Ich mach wow! Ey, das ist nicht selbstverständlich, Digga. Voll korrekt von Ronaldo.
Video hier von Madeira, wo ich euch dann seine Jugendvereine zeige, wo er aufgewachsen ist und. Am Wochenende fahre ich auch nach Manchester zu seinem ersten Spiel. Es hat noch nicht angefangen, ich finde es jetzt schon echt cool, Mann. Auch als Messi-Fan. Hier muss man einmal gewesen sein. Boah, jetzt geht's hinunter. Das war beim Ballon d'Or, wo er sogar dort geschrien hat. Boah. Das Ding ist, wenn ich so einen Stadion-Vlog machen würde, Jungs, ich glaube, der wird zu 50% daraus bestehen, dass ich irgendeine Scheiße mache. Ich gehe mit meinen Kollegen ins Kino, wir schmeißen nicht mit M&M's auf andere Leute. Ach, erster Blick hier ins Museum. Hier sind überall so spezielle Trikots. Das wahrscheinlich hat er bekommen, als er 100 Tore für Portugal geschossen hat. Alter, nein, ich sag doch hier 700 Tore, 110 Tore, Goat, 770 Tore. Er hält ja aktuell den Weltrekord auch für die meisten Tore. Digga, ich weiß gar nicht, wo ich hier hingucken soll, Mann. Hier haben wir direkt einen Ballon d'Or. Ah, lol, das wird hier so projiziert in der Luft. Wisst ihr, was ich gefeiert hätte? Wenn Visca Barca als der größte Messi-Fan da einfach übertrieben ausgerastet wäre und so einfach so Sachen rumgekickt hätte. Und das wäre dann so international in den Zeitschriften. Deutscher zerstört CR7-Museum. CR7 macht so CR7-Mail-Support-Rack darüber. Duft, Freunde, von jeder Seite. Cool schaut das aus. 2017 hat er den bekommen. Alright. Ah, aber Messi hat noch einen mehr aktuell. Bald vielleicht sogar zwei mehr. Aber Cristiano hat auf jeden Fall mehr Champions-League-Titel. Von der Größe ist der nicht originalgetreu. Der ist ein bisschen kleiner. Und hier noch für die Club-Weltmeisterschaft. Das sind so Replikas wahrscheinlich. Noch einen. Und da haben wir dann den fünften. Ach so, die sind hier überall verteilt. Ah, das haben sie geil gemacht. Ein Ballon d'Or, zwei, drei, vier und dorthin der fünfte. Aber sind das auch seine Ballon d'Ors? Locker auch Replika, ne? Wenn die schon generell Replika dahinstellen. Was guckst du so? Seine Schuhe auch. CR7. Ronaldo. Oh, komplett dagegen gelaufen, Digga. Der ist nur ein paar Zentimeter größer als ich. Bro, wie kann der so hoch springen, Alter? Die gefällt mir auf jeden Fall besser als die da draußen. Das ist auch geil, wo man den Progress sieht. Digga, ich fand No Homo, also geht ja gerade um Kinder, als Kind sah er richtig aus wie so ein richtig süßer Junge, gell? Auch von immer zu den verschiedenen Stationen. Da kommt jetzt wieder Manchester hin, das fehlt noch. Hier hat er auch ein Trikot bekommen für 101 Tore in der Champions League. Und hier sind die ganzen Titel von ihm aufgelistet, die er bekommen hat. Ah lol, das ist nur ein Teil, da geht's nämlich weiter. Das müsste original sein, Mama. Ich glaube, das hat er nicht alles bei sich zu Hause im Haus. Man of the Match Awards. Krass, Digga. Hier hat er zum Beispiel den Golden Boot gewonnen in der Premier League mit 30 Toren. Hier auch mal mit 20 Toren. Die Bälle sind safe auch Originalstücke. Topscorer 2007-2008. Mhm. Boah, Digga, wie geil sieht das alles aus. Für mich, er und Messi sind die besten Spieler aller Zeiten, ja. Also was hat der Mann bitte für ein riesiges Museum? Nur Maradona erst. Mit individuellen Trophäen oder Kollektivtitel. Ein Preis für den besten Stürmer der Champions League-Saison auch. Das ist wahrscheinlich der beste Spieler. Champions League-Finale, wahrscheinlich vom ganzen Team unterschrieben, Cardiff. Normalerweise nehmen die ja immer einen Ball mit, wenn die einen Hattrick schießen. Man müsste eigentlich mal zählen und gucken, ob das dann mit der Hattrick-Anzahl übereinstimmt. Ein Trikot für die 400. Visca Barca gönnt nicht. Er will sagen, stimmt gar nicht. Da sind zu viele Bälle. 50 Tore für Real. Was sind das denn für krasse Schuhe, ey? Konnte man die kaufen oder waren die nur für Cristiano hergestellt? Die sind alle getragen von ihm, die Schuhe, 100%. Und die Fußballer wurden auch gespielt. Januar MVP, Dezember MVP, Februar, nochmal November, nochmal Dezember. Ein goldener Schuh, zwei goldene Schuhe, drei, vier. Schau mal, sogar seinen Fußabdruck hier in Gold. Ich fass es nicht. Das ist ein frisches von der Euro 2020 Star of the Match. MVP, Alter, wie oft. Best Player of 2017, Best Player of 2016. Da die Marke... Was ist dieses MVP? Noch nie gehört. Hat er ihm noch ein Award verliehen, dass er einfach offiziell eine Legende ist. Auch wieder spezielle Schuhe, wahrscheinlich für die 100 Tore mit Portugal. Ey, die sind so geil, ne? Wahnsinn. Real-Trikot vom Finale 2014. Das war das Spiel, wo Ramos den Ausgleich mit dem Kopf erzielt hat zum 1-1 und dann Verlängerung. Ihr müsst euch vorstellen, das alles komplett da hinten bis dort um die Ecke, das sind nur individuelle Preise. Und hier quasi in der Mitte stehen immer die Kollektivtitel. Finde ich aber auch cool, dass er ab und zu für den zweiten Platz hier einen Preis drin stehen hat. Weil ihr kennt es ja oft, die Spieler, die hängen sofort ihre Medaille ab, wenn sie mal nicht gewinnen. Da ist noch eine Silbermedaille und die ganzen anderen noch für die Champions League 2018. 18, 17, 16. Drei Stück haben die in Folge gewonnen, die Frechfratze. 14 und 2008 mit Man U hier. Das müsste englische Liga sein, Mama. Mhm. Ah, du,
Bartmann, schick mir nochmal über Insta. Inglesser, ja. Ich hab recht, mit Manu 2-6-7. Boah, ist das ein schöner Pokal. Was haben wir hier? Oh, und das ist La Liga, Leute. Ich hoffe, Barca gewinnt die dieses Jahr, auch wenn Messi weg ist. Nochmal die Premier League. Ey, wie geil das aussieht hier mit diesen Löwen, ne? Ein Exemplar von 200, limitiert mit Unterschrift. Uff. Hier hängen auch nur Spielertrikots. Also ich denke, die hat er alle getragen immer. Und noch eine Statue von... Ich bin auch gespannt, wie dieses CR7-Trikot aussieht. Ganz ehrlich. Von ihm? Das sind ja komplett Iced-Out-Schuhe. Hä, bin ich lost? Oder hat er die wirklich mal angehabt? Nee, Digga. Ja, noch mehr Medaillen. Hört nicht auf. Krasse Schuhe, ey. Noch eins. Ja, Schäfer, du kriegst Iced-Out-Schuhe auf dem Spielfeld. Oh, scheiße! Nee, ey. Einfach mit Diamanten gegen Ball treten. Warum nicht? Vom Cardiff-Finale und die ganze Mannschaft hat hier auch unterschrieben drauf. Okay, diese Statue ist ein bisschen abgesperrt. Boah, aber was ist das? Aus Bronze oder was? Eine Schokoladenstatue? Als ob das echt ist. Da ist das Wappen schon leicht ab. Das ist eine aus Schokolade. Sein Gesicht! Gesicht. Einmal dran abbeißen, no homo. Und hier geht's dann noch weiter. Hier sind noch solche echte Ölgemälde. Erinnert mich irgendwie an Charlie und Schokoladenfabrik, als für so einen Typen so ein Schloss komplett aus Schokolade gebaut wurde. Wie schmilzt das denn nicht, wenn da so eine Statue komplett aus Schokolade ist? Locker, die ist nicht irgendwie komplett aus Schokolade, oder Chat? Gemälde von ihm. Lol, da sieht's voll aus, dass... Wollte abonnieren, aber kein Pader. Digga, du brauchst nicht abonnieren. Ist schon Support genug, wenn du zuschaust. Das reicht. Dass er Bauch hat, gell? Wie cool wäre es, wenn Messi auch ein Museum macht und ich dann mein Bild abgebe ins Museum. Auch ein paar private Bilder hier dabei mit Benzema, Marcelo. Junge. Das Bild finde ich bisher am schönsten, wo er den Ballon d'Oro küsst. Happy Birthday, hier sein Spielerpass von Madeira. Meine Mutter gefällt das Geschirr am besten. Lul, Cristianos Bruder Hugo. Der verwaltet übrigens... Meine Mutter gefällt... Spielerpass von Madeira. Die redet einfach über dieses Geschirr. Oh, meine Mutter gefällt das Geschirr am besten. Lul, Cristianos Bruder Hugo. Ich wusste nicht mal, dass er einen Bruder hat, ne? Verwaltet übrigens. Irgendwie bei Fußballern findet ihr das auch? So familiär? Geben dir voll wenig Preis? Oder bin ich da der Einzige? Also ich finde, die halten Familie und generell so Privates immer so krass außen vor. Man sieht meistens nur den Fußballprofi an sich und dann so Interviews und sowas. Das Hotel hier auf Madeira. Hier haben wir noch eine weitere Statue. Cristiano. Wie gut sind bitte die Haare hier gemacht? Oh mein Gott. Das sind, glaube ich, sogar echte Haare, die draufgeklebt sind. Darf ich mal anfassen? Mama, ich glaube, das sind echte Haare. Imagine, das wäre wirklich von Cristiano die Haare und die haben sie abgeschnitten und dann wieder geklebt. Niemals. Die Silbermedaille vom verlorenen Champions-League-Finale gegen Barca. Dieser Junge, der hat hier die ganzen Bilder gemalt für Cristiano und die hat er ausgestellt. Richtig sympathisch. Er hat sogar ein Bild mit ihm. Er hat das Bild gemalt, der kleine Junge. Ich hätte es nicht mal annähernd so hinbekommen. So Strichmännchen, bisschen mehr mit Frisur und so. Aber ich kann gar nicht zeichnen. Ich war der mit der schlechtesten Note in Kunst. Obwohl ich keine Scheiße gebaut habe. Ich war einfach scheiße im Zeichnen. Ich konnte nichts. Da ist auch ein riesen Cristiano-Fan. Schau mal, wie viele Trikots er alleine von ihm hat. Boah. Auf der Schallplatte ist sogar hier sein Fallrückzieher abgebildet. Das sind Fans, die für ihn so eine Collage zusammengestellt haben. Echt geil. Da ist sogar was Deutsches. Hallo, Cristiano Ronaldo. Stefan, da steht eine Beleidigung in Deutsch. Okay, wir lesen. Warte. Perfekt vorgelesen. Ich spiele sehr, sehr gerne Fußball und finde ich ganz toll. Cool, sogar Deutsche sind hier verewigt. Hier kann man per Touchpad seine legendären Szenen... Jeff, ich schreibe so heimlich, du Nutten oder so dazwischen, weißt du, und die können das nicht vernünftig übersetzen. Denken sich so, ach, der hat so viel Schönes geschrieben. In Germany we say, Walla, Messi ist besser. Anschauen. Schau mal seine Kindheit von ganz Anfang. Sorry, seine Kindheit sogar, ne? Da ist er, Cristiano Junior. Ich suche jetzt noch etwas für euch aus. Ich erkläre euch dann am Ende vom Video, wie ihr das gewinnen könnt. Jetzt ist aber Zeit, ins Hotel einzuchecken. Hier ist der Entrance. Für die, die es interessiert, es ist ein 4-Sterne-Hotel. Let's go, jetzt bin ich gespannt. Ganz modern, wenn man reingeht. Noch nicht so viel von Cristiano zu sehen hier. Ah, okay, doch, hier haben wir den ersten Zeitungsartikel an der Wand. Vom Champions-League-Finale gegen Juve. Eine Eule. Sie sammelt Eulen, nicht wundern. Ein Hahn, da ist sogar Cristiano drauf. Ja. Digga, warum so oft so hässlich irgendwie? Bereich, die Rezeption, da checken wir sofort ein. Ganz typisch seine Pose hier oben in der Luft. Hier sind so kleine Bilder von ihm. To be the best, you need the best. Cristiano Ronaldo, okay. Die spielen so ein altes Portugal-Spielchen im Hintergrund ab. Später werden wir dann da essen, ganz entspannt mit dieser View. Richtig cool. So, hier haben wir weiter. Ich will das Zimmer unbedingt sehen, weil... Er hat ja nur einen Tag quasi dort gemietet und die gehen dann in ein anderes Hotel. Ich gehe stark davon aus, dass es auch teuer ist. Könnt mir auch gut vorstellen, dass er sich ein dickes Hotel dahin bauen lassen hat.
also Cristiano. Trikots von ihm, einmal Manchester United, einmal Real Madrid noch. Ich hole jetzt die Karte und dann schauen wir mal, wie unser Zimmer aussieht. Ich wollte hier eigentlich mit Messi-Trikot reinlaufen, aber diesmal aus Respekt machen wir es lieber nicht, weil ab und zu ist hier Ronaldos Bruder oder Ronaldos Mama und nicht, dass sie mit einem Schuh nach mir wirft. Ich habe mir einen Gin Tonic gegönnt. So. Das wäre ehrlich respektlos, Digga. Leute, jetzt geht's hoch. Chris bittet uns mit der Pose zu den Aufzügen. Eigentlich traurig, aber einfach, weil die immer Rivalen waren. Auch wenn sie die Besten beide zusammen waren. Voll traurig, ne? Wenn du mit Messi-Trikot da rumläufst, Digga, größte ehrenlose Aktion, die es gibt. Hier unten ist halt das Restaurant und so. Und oben sind die Zimmer mit Sauna, Pool. Ah, Fitness gibt's ja auch noch. 128€ pro Nacht, okay. Okay. Oh, geil. Ist das, ich weiß gar nicht. Mit Hotels bin ich gar nicht so drin. Ich glaube, so 50€ für ein Hotel ist günstig. Ich glaube, so ein günstiges Hotel in Paderborn ist 50€. Deswegen 128€ geht ja noch, ne? Also kann man verstehen, dass er so eine Nacht geholt hat. Ist ja stemmbar. So, okay, hier ist auch noch eine Lounge. Ah, okay, man sieht von hier schon ein bisschen den Pool. Ich denke, der Fitnessbereich wird hier safe richtig krass sein. Wir wissen schön ja aus. Wie viel Wert er darauf legt. Der Boden ist auch wie ein Fußballrasen hier. Und so. Oha! Oha! Nice! So sieht der Flur aus, echt chillig. Also die haben nicht nur komplett Luxus gemacht, sondern auch so ein bisschen einfach auf Cristiano Ronaldo abgestimmt mit Fußball und so. Oben sind auch noch Fenster. Boah, Digga, echt nice designt das Ganze. In Lissabon war ich ja auch schon im Ronaldo-Hotel und dort sieht es aber ganz anders aus. Also die Ronaldo-Hotel heißt das? Ah, reingeschissen. Ronaldo-Hotel. Erinnern sich nicht unbedingt. Übrigens, das Hotel, wo meine Mama schläft, ist auch richtig krass. Das seht ihr dann im zweiten Vlog. Also ich pette auch, aber halt nur heute woanders. Es ist Zeit für die Roomtour. Sie wollte gerade was sagen, er hat weggeschnitten. Ehremann. Wir fangen an, direkt mit der Toilette. Ah, da ist auch so ein kleines Fenster drin, wo man dann zum Bett schauen kann. Bodentiefe Dusche. Das sieht irgendwie gerade ein bisschen so aus wie so ein Krankenhauszimmer. Kennt ihr das? Wo der Doktor noch drin ist und man so aufs Liegebett vom Patienten noch schauen kann? Sieht gerade übertrieben so aus. Auch am Start. Für Pistana C7 Body Lotion und noch Handwash, ja. Wow. Ich dachte, da steht Ronaldo drauf auf den Handtüchern. Mm-mm. Egal, ich habe eh mein eigenes dabei. Boah, hier schaut's cool aus, schau mal. Hä, hey, auf den, dann kann man das nicht benutzen, wenn da nicht Cristiano draufsteht. Mit den blauen Lichtern und so LEDs, gell? Fetter Fernseher. Aber so viel von Ronaldo sieht man nicht. Ah, doch, schau mal. Da ist er zum Beispiel als kleines Kind, als er sich gedehnt hat. Hier Manchester United, Real Madrid, Bernabeu. Oh mein Gott, direkt über meinem Kopf ist das Bernabeu. Ja, klein. Ja, okay, schon sehr, sehr klein, ne? 128€ dafür. Aber es geht ja um die Experience. Und man kriegt das Museum noch gratis dazu, aber es kostet ja auch nur 5€ Eintritt. Aber man kann verstehen, warum er da nur eine Nacht sein will. Es geht um die Experience und nicht um Luxus da gerade für 128€. Ja, ja. 1, 2. Hopp. Oh, seine Hände. Als ob das, nein, das ist nicht seine echte Hand. Warum nicht? Da denkst du, der hat es so abgebildet. Das ist ja komische Finger. Ja. Na, schau mal. Ich wette, dass Messi mehr Tore macht als du nächste Saison. Das Hotel in Lissabon war auch sehr, sehr schön, aber hier halt alleine, weil es direkt am Hafen ist, ist nochmal cooler, Digga, als in Lissabon. Bin echt gespannt, wie Cristiano Ronaldo in der Premier League spielt. Lissabon, muss ich sagen. Da hinten auch noch die restliche Stadt von Funchal. Ich als Messi-Fan kann aber so hier nicht einschlafen, ne? Deswegen habe ich ein paar Sachen dabei. Zuerst die Badeschlappen, ne, Visca Barça, die ziehe ich dann gleich zum Pool an, wichtig und richtig. Ich sag's ehrlich, ne, diese Handtücher, die kann man hier auch nicht akzeptieren, um ehrlich zu sein. So ist besser. Messi-Trikot, das wird schön neben mir gelegt. Zack. Und ich muss noch ein Warum? Bild hier übers Bett hängen, weil sonst habe ich echt schlechte Träume. Jetzt! So ja. Lässt Er hat 128€ bezahlt, um den Joke zu bringen. Sich's doch aushalten, Leute. Jetzt sieht man gut aus. Und die Mutter macht so mit, so, jetzt sieht man gut aus. Übrigens, kleines Update, bei 1-2 Displays über meinen Link bekommt ihr automatisch 26% Rabatt und ab 3 Displays dann wieder 34% Rabatt. Ich finde diese Displays eigentlich coole Idee, ne? Aber die sehen für mich ein bisschen klein aus, finde ich. Weiß ich, glaube, wenn ich mir sowas tun würde, dann so Vierer direkt. Find das irgendwie ein bisschen klein so. Wird automatisch beim Warenkorb abgezogen, ist kein Code eingeben. Link dazu in der Videobeschreibung. Wisst ihr, wie ich meine? Er ist einfach ehrlich komplett da dran. Ich dachte, der hätte jetzt da draufgelegt. Er bringt das richtig da rein. Nicht nur ein kleiner Spaß fürs Video. Übrigens kann man das auch easy wieder abziehen, ohne dass es Abdrücke hinterlässt. Zack. Am Ende dicker Abdruck, stellt euch mal vor. Als ob nichts gewesen wäre. Also
Seid mal ehrlich, der war schon ein bisschen zittrig da. Guck mal. Abdrücke hinterlässt. Guckt seine Augen an. Zack. Als ob nichts. Yeah, wow. Gewesen wäre. Also, Ronaldo, falls du es siehst, nicht anzeigen, bitte. Jetzt gehen wir aber zum Pool. Vamos. Ganz am Ende vom Gang ist auch noch ein weiteres Ronaldo-Bild. Das ist die einzige Tür. Stell dir mal vor, Toilettentür mit Messi-Bild. Oh mein Gott. Ey, Digga, das wäre gut. Ey, ich würde sogar anfangen zu lachen, ich bin ehrlich. Wo hier ein Ronaldo-Bild drauf ist, hier überall ist alles leer. Ich vermute, das ist so die Master Suite oder so. Jetzt zeige ich euch den Außen-Fitness-Bereich. Kannst du da... Was war's? Hier ist jetzt nicht so krass, wie man sich vorgestellt hat. Ne, er meint, das wird krank und so. Was kann man hier machen? Trainiert man so sein Bizeps oder was? Und noch mehr Geräte. Ein bisschen Piratausbildung machen. Aber was eine View auch von hier beim Trainieren. Das hier ist der Pool, Freunde. Wie chillig ist das denn? Boah. Da steht's auch nochmal. Pestana CR7 Hotel. Ihr könnt euch auf jeden Fall noch auf den zweiten Vlog freuen von Madeira. Da zeigen wir euch dann noch alles andere, was mit Ronaldo zu tun hat. Jetzt probieren wir aber hier noch das Essen aus. Auch ganz, ganz wichtig. Es gibt eine CR7 Pizza, es gibt ein Hattrick Dessert und es gibt noch eine CR7 Bowl. Und es gibt noch das Derby Steak. Digga, ich hasse das, wenn es so komische Namen hat. Ich muss wissen, was das ist direkt beim Namen. Du musst erstmal so analysieren, was da drin ist. Direkt mit einem Blick wissen, was da ist. Aber okay, bei einem CR7-Laden kann man es verstehen. Aber kennt ihr diese normalen Läden, so einfache Burger-Läden? Die nennen dann die Burger Chingwang Burger. Bro! Schreib rein, was das ist für ein Burger einfach. Wenn das ein Chicken Burger ist, nenn ihn doch Chicken Burger, hä? Ohne Sinn. Boah, das gönne ich mir. CR7 Bowl mit Shrimps und ich habe einen Burger. Zum Glück habe ich gerade zwei Brot gegessen. Alter, sonst wäre ich jetzt hier gestorben. Auch die Pommes sehen verdammt lecker. Ich mach schnell weg, weil ihr habt bestimmt Hunger. Komm, ich dachte, es ist ein Steak. Aber egal. Sieht lecker aus, oder? Mhm. Schmeckt auch wirklich gut. Jetzt zeige ich, was ich für euch gekauft habe. Hier haben wir einmal. Ich habe extra an der Kasse gefragt. Die sind wirklich alle von Ronaldo unterschrieben. Eine originale Unterschrift. Und limitiert. Er holt nicht mal ganz raus, er dankt. 100 ja. Stück. Genau, und limitiert auch. Und in dieser edlen Verpackung hier noch einen Mini-Ballon d'Oro, Freunde. Das gemeinsam verlose ich auf meinem Instagram-Account. Also einfach mir folgen, es kamen jetzt eh so viele neue Zuschauer dazu. Könnt ihr sowieso mal kostenlos Follow dort da lassen, wäre auf jeden Fall sehr korrekt. Und den neuesten Beitrag abchecken. Ich wünsche viel Glück beim Giveaway. Link oben in der Videobeschreibung. Und ja, das soll es auch schon gewesen sein. Gut eingebaut, aber nicht so gut wie ich heute. Fürs erste Video von Madeira. Aus Versehen auf Instagram sein. Okay, das Video ist zu Ende. Ey, der macht aber gute Videos ohne Spaß. Wenn ich solche Videos machen würde, dann wäre safe mehr Scheiße bauen dabei. Aber feier ich. Ich fühle auch, Ich fühle Anton auch richtig. Der wurde ja auch gehatet in letzter Zeit, also so nicht in letzter Zeit, aber vor einer längeren Zeit. Wegen den Videos mit seiner Schwester und so, war auch komisch. Aber, egal, jeder macht Fehler, wisst ihr, wie ich meine? Er ist sehr korrekt.